Wo die größten Gefahren für Sie lauern. Wo die größten Gefahren für Sie lauern, ist der Titel dieser Episode. Willkommen. Volkmar Völzke ist mein Name. Und bevor ich es vergesse, wenn Ihnen das Video oder diese Podcast-Episode gefällt, bitte gerne abonnieren den entsprechenden Kanal. So, jetzt steigen wir gleich ein. Es gibt eben viele Mythen für Erfolg. Und manchmal ist es ganz einfach. Wir müssen die Gefahren kennen, die uns an größerem Erfolg hindern. Ja. Das ist einfach ein Punkt, der oft vergessen geht. Wir müssen uns mehr anstrengen, wir müssen dieses und jenes tun und so weiter. Das ist ja auch gut. Und ich teile ja auch immer wieder genau solche Tipps und Tricks. Und das ist eben auch wichtig. Und Strategien, Taktiken und so weiter. Nur es gibt eben einfach so Dinge, die uns massiv im Weg stehen, wenn wir mehr erreichen wollen. Ja, und das sind mehr so grundsätzliche Dinge. Ist vielleicht auch eine etwas kürzere Episode, aber einfach mal so den Augenmerk darauf legen. Es gibt aus meiner Sicht genau drei große Gefahren, die immer wieder lauern. Und die kenne ich auch von mir selbst. Und das ist oft nicht einfach, die zu beseitigen. Absolut nicht. Ja. Gefahr Nummer eins für größeren Erfolg ist, wir fliegen zu niedrig. Wir fliegen zu niedrig. Es gibt ja das uralte Lied, da merkt man dann, wie alt man ist, irgendwann mal gesungen von einem Schlagersternchen, flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Wer das kennt, kann auch in die Kommentare mal schreiben oder wir schreiben. Ich glaube, Nicole war das genau. Flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Und dann gibt es auch mit Icarus die ganze Geschichte, dass die Flügel schmelzen eben wie Wachs in der Sonne sozusagen, auch wörtlich. Nur das ist aber auch ein Mythos. Übrigens bei Icarus ist ja auch so in der Mythologie, der sollte ja auch nicht zu niedrig fliegen, ne? Sonst kann er von den Wellen erfasst werden. Also häufig ist es aber so in der Praxis, was ich sehe, ist, dass wir zu niedrig fliegen. Also wir können wesentlich mehr erreichen und eine Falle ist darin, niedrig zu fliegen. Weil dann tauchen viele Probleme nämlich auf. Wenn ich sehr niedrig fliege, dann habe ich die ganze, das kann man sich so physisch vorstellen, dann habe ich die ganzen Unebenheiten des Bodens, die ich ja noch spüre. Ich muss ständig also adjustieren. Wenn ich höher fliege, habe ich oft viel mehr Freiheit, Dinge zu tun. Das ist wirklich diese Analogie, die passt relativ gut. Ja? Nur es ist erstmal mühsam und das passt auch in der Analogie. Ich muss erstmal mehr Schub entwickeln, um auf die Höhe zu kommen. Ja? Das ist eben auch so. Wenn ich eben so wenig mache und immer so über dem Boden bleibe, dann bleibt man halt so über dem Boden. Ne? Also wichtig erstmal, wir fliegen häufig zu niedrig. Das geht mit den Zielen, das ist alles. Also wir haben nicht, die Ansprüche sind nicht hoch genug, wie wir uns verhalten und so weiter. Also höher fliegen. Das zweite geht im Prinzip auch da rein, wir denken zu klein. Wir denken zu klein. Häufig können wir viel, viel mehr erreichen und das ist häufig auch gar nicht schwieriger. Das ist dieses 10-mal so viel erreichen wie heute. Das ist die 10x-Denke, ist relativ populär geworden in den letzten Jahren. Ich finde die auch sehr gut, erstmal von der Denkart her. Sagen, was müsste denn passieren, damit ich 10-mal so viel XY erreiche, was auch immer das ist, ja, bei Ihnen. Mehr Erfolg habe, damit die be persönliche Beziehung 10-mal besser wird. Ja, was müsste ich dafür tun? Was müsste dafür passieren? Das ist eine sehr hilfreiche Frage. Wenn man dann sagt, oh, das ist jetzt aber sehr anstrengend, 10-mal, das geht ja gar nicht, dann weiß man schon, okay, wieder Punkt 1, ne, ich fliege nicht hoch genug. Fliege zu niedrig. Ja, Kleindenken ist eine andere große Gefahr. Ja, wir denken viel zu klein häufig. Ja, das heißt ja nicht unvernünftig sein, aber erstmal groß denken. Und dann die dritte große Gefahr, die ich immer wieder sehe, so bei Projekten, Strategien und auch im Team, damit man besser wird, ist abwarten. Nummer drei, abwarten. Wir warten zu viel ab. Manchmal ist es ja gut, mal kurz zu warten, ne, und mal zu schauen. Aber ansonsten sehe ich die Tendenz zu stark, dass wir zu viel abwarten und zu wenig vorangehen. Also insofern mein Tipp, schneller vorangehen, schneller entscheiden, ist häufig der bessere Weg. Ja, wir sehen ja dann immer noch, wir sagen, okay, wenn das jetzt nicht klappt, wir adjustieren den Weg. Ja, aber wenn wir gar nicht vorangehen, sondern noch eine Analyse brauchen, noch mal etwas entscheiden müssen, noch mal etwas absichern müssen, dann kommen wir häufig nicht voran. Also das sind die drei großen Hindernisse für mehr Erfolg, die ich immer wieder sehe. Wir fliegen zu niedrig, wir denken zu klein und wir warten zu viel ab. Insofern, ich hoffe, das hilft. Wenn Ihnen das Video gefällt oder die Episode gefällt, dann bitte gerne weiterleiten, liken, subscriben, hatte ich schon gesagt. Also gerne abonnieren, je nachdem, wo Sie das schauen. Kommentare sind auch mal sehr willkommen. Freue ich mich drauf, wenn Sie sich bei mir melden, wenn Sie das Thema auch vertieft diskutieren wollen. Einfach bei mir melden, Termin abmachen und dann können wir darüber sprechen. Also, in jedem Fall anwenden und bis zum nächsten Mal. Ciao.